Willkommen zurück bei Mass Effect. So, wir müssen jetzt mit dieser komischen Lurikaka sprechen, die hier irgendwo rumgeistert. Mal gucken. Nee, nee, nee. Ha! Na also. Ja, super, jetzt muss... Dackel, Dackel. Das macht keinen Spaß. Ich kann ihn fast nur schon sehen, Mami. Ich kann ihn schon sehen. Warte mal kurz. So, jetzt kann ich weitermachen. Guck mal, ich stehe schon wieder schief. Dann bin ich ein Außenseiter. Oh Gott, jetzt kommt wieder schreckliche Musik. Atmosphärische Musik. Leute, wir kommen gleich wieder Action. Wir müssen alle tot. Entschuldigung, ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Jetzt nicht. Guten Tag, setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie Lori Keen? Ich hörte, dass Sie mir vielleicht helfen können. Sie sind der Spectre, der eben ankam, nicht wahr? Wie kann ein alter Turianer wie ich Ihnen denn helfen? Ich dachte gerade, Lorik wäre eine Frau. Ich muss in die Garage, um an andere Orte zu gelangen. Sie brauchen einen Pass. Was für ein Zufall. Ich bin der Leiter des hiesigen Büros von Syna-Q. Zumindest im Moment. Mr. Anolais hat mein Büro geschlossen. Er behauptet, Berichten über meine Korruption nachzugehen. Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er ist ziemlich reich geworden, seitdem er die direkte Kontrolle über die Mieten hat. Mir ist nicht klar, wie mich das in die Garage bringt. Der Administrator verlangt von den Firmen auf Noveria den Zinssatz der Miete. Dialoge, sie nerven so. Machenschaften. Er heuerte Schläger an, die in meinem Büro danach suchten. Ich vermute, dass ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anolais hätte was dagegen, sie umherstreifen zu lassen. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Haben Sie einen Plan? Den habe ich. Allerdings gibt es da noch ein... Wie sagen Sie Menschen doch gleich... Haar in der Soße? Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anolais Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Hanshan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Ich werde mich darauf konzentrieren, Ihnen die Beweise zu liefern. Mhm. Wenn ich Glück habe, muss ich gegen niemanden kämpfen. Großartig. Hier ist mein Zugangspass fürs Büro. Er aktiviert den Fahrstuhl. Die Beweise sind in meinem Bürocomputer. Die OSD enthält einen Zugangscode, mit dem Sie darauf zugreifen können. Stecken Sie sie ins Laufwerk. Der Rest geschieht automatisch. Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich, ja? Die gehen nämlich nicht mehr raus. Das kenne ich, weil ich immer jeden Tag Leute abballer. Ui. Warum gehe ich hier lang? Ich muss da hinten, glaube ich, lang. Ich war schon auf in der Plaza und so cute kommen. Okay. Die Escape-Taste funktioniert nicht mehr. Nee, jetzt bin ich schon wieder die falsche. Obwohl, ich glaube, ich rede gleich mal mit ihr, weil wir es nachher wahrscheinlich, später, im nächsten Part, in vielleicht Part 100 oder so, wahrscheinlich wieder vergessen werden. Der Mann an der Hotelbar. Sein Name ist Rafael Vargas und er ist Handelsvertreter bei Binhex. Ich möchte, dass Sie mit ihm reden. Was auch immer ich tun soll, fragen Sie jemand anderen. Ich bin beschäftigt. Mein Fehler. Wow, okay, versuchen wir es nochmal. Haben Sie Ihre Meinung geändert? Werden Sie für mich mit Vargas reden?
seltsame Leute, die sich in Ecken rumdrücken, haben mir schon mal eine Menge Ärger eingebracht. Was ist hier los? Regnet voll. Weil Sturm und so. Voll heftig. Also draußen jetzt, in echtem Leben meine ich. Wieso interessieren Sie sich für Binhex? Die arbeiten in der Genetikindustrie. Die Arbeit von Binhex dreht sich zum großen Teil um Biotiken. Gerüchten zufolge hat sich der Noveria-Zweig auf Asari-Biotiken spezialisiert. Extrem starke Biotiken. Für das Militär, um genau zu sein. Wir wollen alle möglichen Risiken für Asari-Rechte einschätzen können. Sie sollen sich als Käufer vorstellen. Im Namen der Allianz oder der Spectres. Ihre militärischen Erweiterungsprogramme diskutieren. Ihre wahre Aufgabe ist es allerdings, ihn abzulenken. Ich werde Ihnen ein Gerät geben, mit dem Sie sich in sein persönliches drahtloses Netzwerk einklinken können. Es wird eine Reihe von Überwachungsviren hochladen, die dann Binhex infiltrieren, wenn er sich das nächste Mal in Ihr Intranet einloggt. Interessanter Plan. Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Hier ist der Hacker. Wenn er piept, hat er seinen Job erledigt. Ich habe ein Dossier über Vargas angelegt. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen kurz was über seine Verhaltensmuster erzählen. Nö. Ich gehe jetzt zu ihm. Ich hoffe, nein, noch nicht. Das machen wir erst in 20 Jahren oder so. Da habe ich einfach keinen Bock zu. Ich hasse Fahrstühle. Wie ich meinen Part 8, 9, wie auch immer auch genannt habe. Fahrstühle sind so langweilig. Mach in der Fahrstuhl. Ist doch kacke. Sag mal, was muss ich jetzt eigentlich machen, genau? Nein. Wie komme ich denn zum Geier zu Syndiku? Ah, da komme ich zu Syndiku. Naja, ich denke mal, dass wir das auch wieder erst im nächsten Part machen. Ich hätte gehofft, dass wir heute schon nach Gipfel 15 kommen, aber von dem Arsch müssen wir erstmal einbrechen, um irgendwelche blöde, langweilige, lausige Daten zu klauen, damit uns so einen blöden, beschissenen Pass gibt, der uns endlich zu diesem blöden, beschissenen Gipfel 15 bringt. Hoffentlich bereuen wir es. Ach, es tut manchmal gut, sich ein bisschen zu beschweren. So. Gut. Hier ist, glaube ich, Syndiku. Komm, den Syndiku. Syndiku? Syndiku. Syndiku. Ich nehme mal den Syndiku. Fahrstuhl, okay? Okay. Das ist doch der, oder? Ach, egal. Gut, wir hören jetzt mal in diesem coolen Schacht hier auf. Und ich sage mal, wie immer, ich es tue. Tschüss und bis zum nächsten Mal.